Ich leg mich fest. Der Mensch ist CGI und der ist echt. Der Troll. Who's that Pokémon? 인정 딱따구리게 주콩콩이유성이요. Hast du schon das neue WoW Cinematic? Ein neues WoW Cinematic? Yo, boys! Da gehen wir doch mal rein hier. World of Warcraft, The War Within. Wow, das ist ja voll geilo. Ich sag jetzt so wow, aber ich liebe Trailer von Blizzard anzugucken. Das sind so gut. Normal, ne? Die sind so gut. Wie krank sind Animationen mittlerweile? Like, schaut euch diese Sandkörner an. Look at this shit. Ich liebe das, ne? Ist das ein echter Mensch? Nee, ne? Das ist vielleicht einfach ein echter Mensch. You're here to tell me. Ist der animiert oder nicht? Fuck is this shit? We don't get to hide. Okay, der ist animiert, glaube ich. You needed time. Ist er Trall? We stayed away. But time by itself heals nothing. Ich leg mich fest. Der Mensch ist CGI und der ist echt. Der Troll. Ja. Schaut euch die Hände an. Die sind echt. Something. Someone. Is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. Bro, chill. I'm not that person. Es ist Troll, yo. Listen anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. Man muss aber sagen, ne, not after what I've seen. Die letzten World of Warcraft waren schon sehr scheiße. Und wenn du das als Charakter mitbekommst, das muss natürlich wehtun. Ne, es hat mit Mists of Pandaria angefangen, aber das war wirklich, wirklich schlimm, glaube ich, als WoW-Fan. Und hier sehen wir auch noch so einen von der alten Garde, ne? Wir sehen noch einen von der alten Garde, der immer noch Hoffnung hat. Er hat immer noch Hoffnung. Seht ihr das in seinen Augen? So diesen Glimmer of Hope, dass diese Zeit von früher, dieses Unbeschwerte, dieses WoW, das man kannte, zurückkommt? Seht ihr das, wie diese einzelne Träne sich hier formt? You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Look. Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone.
Also die Trailer von Blizzard sind schon keine Hype. Oh, ist cool, ja. Gibt's auch so ein bisschen Gameplay? WoW Gameplay. War Within. Freut ihr euch? Gibt's hier WoW-Spieler im Chat? Freut ihr euch da drauf? Wie ist da die Lage bei euch? Habt ihr da Bock drauf? Ich glaube, also super viele Leute. Ich meine, das sieht schon wieder nice aus, muss man sagen. Es sieht schon nice aus. Und die Story von WoW ist auch extrem geil. Jupp, definitiv. Ja, da eine Menge Leute halb im Chat. Und auch verständlich. Also, Blizzard, es ist auch immer bei mir, du erinnerst dich an diese. Ich weiß nicht, ob das für Leute. Ich habe ja WoW nicht gespielt, aber für mich war es Warcraft 3 und Diablo 2. So, ich erinnere mich an diese Zeit zurück und das war einfach unbeschreiblich. So. Die Qualität von diesen Spielen zur damaligen Zeit. Diese vielen, vielen tausenden Stunden Spielspaß. So. Und du gibst halt, also ich weiß nicht, Blizzard hat eine Menge Kulanz, nennt man das so? Also dass man jedes Mal, wenn Blizzard ein Spiel rausbringt, dann spiele ich es eigentlich. So. Einfach nur, weil es Blizzard ist und weil ich mich halt zurückerinnere an diese alten Spiele, an diese Hochzeit von Blizzard damals. Aber bis jetzt gab es leider sehr viele Enttäuschungen bei Blizzard. In letzter Zeit. Diablo entwickelt sich vielleicht aber in die richtige Richtung, muss man sagen. Also bei Diablo haben sie noch nicht aufgegeben, was zu machen bei Diablo 4. Wir sind gut aus Japan zurückgekommen. Ja, ich hatte aber eine wilde Taxi-Story. Habe ich euch die schon erzählt? Mein Gehirn verlässt mich ein wenig gerade. Aber ich hatte einen Taxifahrer, der war über 80. Der konnte mein Handy nicht sehen mit der Adresse. Der musste praktisch die Service-Hotline anrufen, damit sie ihm die Adresse sagt und mit mir kommuniziert. Der hat sich verfahren. Der hat 15 km/h unter der Geschwindigkeitsbegrenzung ist der gefahren. Wir haben für die 50-Minuten-Strecke haben wir 2 Stunden gebraucht. Und ich habe 30 Euro mehr gezahlt als bei jeder Fahrt, die ich jemals gemacht habe auf der Strecke. Also das war ein Erlebnis, kann ich ja sagen. Dafür war es sicher. Mate, ich weiß nicht mal, ob der die Straße noch gesehen hat. Das ist halt so traurig, dass der in dem Alter noch arbeiten muss, finde ich. Das ist echt sad. Das ist aber eine Masche oder... Nee, der war wirklich... Der hat sich Mühe gegeben. Der hat nicht getrollt oder so. Der hat sich wirklich Mühe gegeben, Leute. 100% Scam. Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Scam war. Viele von den Taxifahrern sind Rentner hier. Das ist ein Job, den Rentner hier, glaube ich, sehr viel machen und machen dürfen. Okay, das ist nicht... Okay, unsere Sinner startet mit First Blood. Einzig gute Chance wäre, wenn sie hier face-checkt. Ja. So geil, dass auf jeder Elo Invades funktioniert. Ja, in Korea ist echt besonders viel invaded, wird er. Die lieben ihre Invades. According to the dream, Yankling it shall be. Der war schon wieder Mitte. Ich wollte noch die Wave outpushen. Oh, stark und richtig ganz. Hat die Klaus ertauscht? Ich glaube nicht, dass er mich gekillt hätte, wenn ich W noch drücke. Jetzt würde aber sehr viel Tempo aus der Lane nehmen, leider. Der Shaco kann das halt super easy killen, ja? Es sollte uns sehr helfen, jetzt zu dem Punkt zu kommen, wo wir Essence Reaver haben. Imagine, das Sinner von GP gehopst zu werden, das ist schon sehr, sehr bad, ja. Also so early. Ich meine, später kannst du natürlich... Später ist GP gar nicht so schlecht gegen Syndra. Aber die Lane ist eigentlich nicht usable. Es ist schon sehr bad, ja. Der Shug hat aber sehr schnell eine Hälfte im Jungle geklärt, war kurz vor 3 bei dir. Ne, der hat top gegankt. Also der hat praktisch seine eine Hälfte geklärt, dann hat er top gegankt und dann ist er instant, ohne über loszugehen, Mitte gerannt. Und ich dachte, dass er halt so 5 Sekunden länger braucht. Deswegen habe ich die Wave noch ausprobiert zu pushen. Weil wenn ich die Wave nicht ausklär, habe ich halt einen riesigen Nachteil, weißt du? Und ungefähr eine Wave behind, aber wir haben einen Solo-Kill bekommen. Das heißt, wir sind ungefähr... Nee, actually, sie hat mit First Blood gestartet. Das heißt, wir sind schon ein gutes Stück behind, tatsächlich. Wir sind schon ein gutes Stück behind. Pacing, Sanctuary, Sogum, Bringam, Mankum, Sirani, da.
So, Brad, well played. Drake ist die. Leider hat der Bart den dicken Kill gekriegt und niemand Wichtiges. Trotzdem ein bisschen ein Lichtblick. Chang Yu Chok Cheke. Ice Pogoya! Der kann auch den Schuhen können. Kaiser, Kaiser, please. Hey? Schon, dass wir jetzt den Dragonite als nächsten bekommen. Wir könnten uns sogar überlegen, ob wir Shieldbow bauen gegen den Burst, den die haben. Falls du nur Meso vor, da gibt es diesmal weniger ausländerfeindliche Kommentare. Auf jeden Fall, ja. Also die Xenophobie ist auf jeden Fall sehr viel geringer als beim letzten Mal noch. Ich nehme immer dasselbe Upgrade bei TP, ja. Also ich nehme immer zuerst das mit den vielen Kugeln. So, hier zurück. Jetzt in dem Game würde ich sagen, am besten ist wahrscheinlich Collector. Was? LOL. Okay, da wurde ich ausgetribbelt. Uff. Uff, Leute. Davy Jones! Das war doch sehr erfreulich hier, oder? Das war doch schon mal sehr erfreulich hier, Leute. Wen oder war dein von den Jungs? Die haben ja alle ziemlich gut gespielt, aber wir nehmen mal den Bart. Weil der musste mit der Kaiser lähnen. Und das kann man ja nun wirklich niemandem zumuten. Ne? Wir haben jetzt saftige 130 LP plus gemacht. Haben ein schönes plus 5 angespielt heute. Da war ein sehr, sehr guter Anfang. Der Redemption Arc, Leute. Wir haben heute so viel plus gemacht. So kann es weitergehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ciao.